Moin Moin Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Force Imperium zusammen mit dem Manni. Genau, schön, dass du wieder zurück bist. So, Manni, geht weiter. Was? War denn deine Darmspiegelung? Meine was? Darmspiegelung. Darmspiegelung, sagst du? Ja. Ich hatte auch keine, hatte ich eine Darmspiegelung? Ja, am Montag. Ach, jetzt würde ich sagen, stimmt, ich hatte eine Darmspiegelung. Ja, das, die war, naja. Wieso eine Darmspiegelung ist? Ich fühle mich ein bisschen aufgebläht. Haben sie das Essen aus der Grundschule noch rausgeholt, ne? Ja, ne, die haben mir den Arsch aufgeblasen, wie so ein Luftballon. Weißt du? Das ist übelst krass, Alter. Du musst die ganze Zeit furzen. Furzen? So, furzen. Pass mal auf, Kinder. Was denn? Nichtsdestotrotz, das Nase läuft rot. Achso, guck mal hier. Ja, was denn? Kinder, der Händler. Welcher hat ein neues Material reinbekommen. Oh. Fährst du unseren MAN-LKW hier mal zurück? Echt jetzt? Den hier. Verkauft? Der will ja nicht aufladen. Günther? Oh, Mann. Ja. Das. Oder, Günther, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder den, gell? Oder ein Skidder. Was, ein Skidder? Na, hier den grünen Skidder. Verkaufen? Ja, das wird auch noch gehen. Lass uns beide verkaufen. Ne, echt? Buddy! Günther? Komm mal den Ast hier runter. Nee, Günther, ich hab eine Idee. Warte mal. Günther, ich hab eine Idee. Und zwar. Warte mal. Für den hier, den können wir nicht verkaufen. Weißt du warum, Günther? Warum? Für den gibt's hinten drauf im Aufsatz ein riesengroßer Häcksler. Hm? Nee, dann nicht verkaufen. Und wir verkaufen erstmal den Skidder. Das machen wir. Ja. Fährst du den Skidder mal runter? Wollen wir machen, Manni. Kann ich machen. So. Verarscht, ich fahr. Nee, Spaß, ja. So. So, bist du bereit? Ich war noch nicht so bereit. So, genau, geht los. Ja, jetzt muss ich erstmal was schauen. Zum Händler. Nichts schauen, hinfahren. Komm, wir wollen kaufen. Ich bin aufgeregt. Jetzt hier so runterfahren, komme ich da zum Händler? Was? Wo runter? Genau, wir müssen ganz hin, gell? Ganz hin. Komplett. Komm mal da. Warte. Du musst nach rechts. So, Manni. Ja? Tschüss. Günther? Wow. Günther? Warte. Günther, was? Oh, Manni! Ach, schade. Günther? Manni? Ist alles klar, Günther? Ja. Schön. So, naja, gut. Was wollte ich sagen? So, während Günther den wegfährt, sagst du, wenn du am Händler bist? Oh, ich. Alter, bei mir klingt's immer noch wie im Konzertsaal. Das ist doch zum Kotzen. So. Zack, die Bohne. Das. So. Soll ich dir was sagen? Nee. Skidder ist scheiße. Dann was machst du? Der Skidder ist scheiße. Warum? Weiß ich nicht, sag ich einfach mal so. Der ist eine Scheiße. Oh. Nein. Bin ich? Nein. Ich finde ihn klasse. So. Auf geht's. Puh, jetzt wird's lustig. So. Alter Vater, ey. Ein Tier, ja. Junge! Läuft der aus dem letzten Loch hier, wenn er da hochfährt, oh. Da war ich jetzt. Kartoffelblatt. Noch, das wird nicht. Ich muss ja rüber. Was du denn da? Na, ich fahr. Du fährst. Ich versuche ja die Baumstämmchen schon mal rauszuziehen vom Haar. Genau. Alter Schwede. Oh, ich bin bei John Deere Händler. Wo bist du? Ja, du bist schon da? Da. Warte. Lass mich mal einsteigen, bitte. Ja, jetzt. Da. So. Ja, fahr mal hier rein. Boah, Alter, das hat er reingehauen. Sag gut. So, pass auf. LKW, gell? Jetzt kommt der geile Scheiß. Jetzt kommt der geile Scheiß. Warte nur. Junge, pass auf. Eben hoch hier. So.
Na gut, wir können erstmal nur 440 besser nehmen. Mehr wird's nicht. Was macht er nicht? So, pass auf. Boah. Moment. Genau. Moment. Moment. Jetzt. Und? Ich komm schwarz. Ah, da. Alter, Alter. Boah. Ist es denn da rollt? Och, scheiße. Hab ich rot genommen? Och, guck doch mal, das sieht doch geil aus, ey. Guck mal die Forst. Guck mal die Forstreifen. Alter, leck mich am Arsch, ey. Ein paar Stollen nuppen hat er drauf. Na, guck mal. 340er. Günther, komm her. 340 mal 80 mal 24. Boah. Junge, da fällt dir doch das Ei aus der Hose. Da zieht's doch den Sacknaht glatt. Das gibt's doch gar nicht. Da zeig ich dir. Komm, boah. Komm, guck mal hier hin. Boah, warte mal. Dann muss ich mal. Warte mal. Ich geh kaputt, Günther. Hinten rauf. Günther. Das ist jetzt der da. Das ist der Doppelsitzer. Nee. Doch. Oh yeah, gib Gummi, Manni, gib Guck Gummi. Mal, Alter, die Stützfüße, Kinder, richtig Stützfüße, Alter. Muss ich aussteigen. Warte mal, was kann der noch? Oh, die Scheibe runter, ich glaub's nicht. Kinder, warte mal, guck mal. Guck jetzt. Die Scheibe geht runter, Günther. Der hat elektrische Scheibenheber. Ich geh kaputt. So. Wo bin ich denn jetzt? So. Na gut, ich würde sagen, fahren wir mal nach. Ey, das Ding wird eine Messe. Alter, hä? Das wird geil. Günther, das Ding ist, ey, das ist unser geilster LKW bis jetzt. Oder? Das ist der beste, den wir je hatten, du. Sag ich dir. Günther, der wird deine fehlende Arbeitsleistung ersetzen. Günther. Was wird der? Der wird deine fehlende Arbeitsleistung ersetzen. Günther. Warum sowas zu sagen? Das macht mich traurig. Ich esse jetzt ein Duplo. In was? Ich esse jetzt ein Duplo. Hallo, Schätze. Ich mach jetzt Frustessen. Du isst jetzt wirklich ein Duplo? Ja. Günther, ich mag Duplos. Gib mal die Hälfte. Ja, hier. Lecker. So. Warte mal, wir müssen auf den Wald, gell? Wieder. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wie er sich im Gelände anstellt, der Kleine, hä? Scharfe Kurve. Hä? Alter, der hat sogar eine blaue Dachbeleuchtung, gell? Huch, angehalten. Und die, oh, und die Spiegel sind mal halbwegs gut eingestellt. Das hast du auch sehen. So. Halbwegs gut. So, ich war erstmal die Butze hier ein. Ich mach mir ein Kippchen an. Günther. Wie? Kein. Warte mal, was hier noch auf? Nee, jetzt weiter. Günther, mach die Kippe aus. Kippe aus dem Fenster, Günther. Nee. Günther, du die Kippe aus dem Fenster. Ja, warte noch, zwei ziehen. So, ist raus. Das ist das, was mich ankotzt, ne? Kaum das neue Auto da ist schon wieder der Kabinettgeruch hier drin. So. Ja, das hast du nun nicht davon. Das hast du davon. Dein elender Scheißhusten. Du bist falsch abgebogen. Was bin ich? Falsch. Ne, schon gut. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob das stimmt, was die uns versprochen haben. Ja. Manni, du musst auch ein bisschen den Kran da wegmachen, du. Ja, das Problem ist, die sind zu lang, Günther. Zu lang? Na, gucke doch mal. Oh, dann kannst du ausfahren, das Ding. Wen kannst du ausfahren? Den Hänger. Was kannst du machen? Ausfahren, hier hinten länger machen. Wie? Weg da. So, ne? Und so das IRC-Panel hier an. Ja, das geht nicht. Was? Günther? Willst du mich verarschen? Warte mal, ich muss mal kürzer machen. Ich gucke mal, ich vermesse den mal kurz.
Beim ersten Mal, ich schneide. Oh, da gehen nur 5 Meter, Günther. 5 Meter? Ja, 4,50 Meter wären sogar besser. 4,50 Meter? Warte mal, warte mal, warte mal, bevor du machst, bevor du machst. Warte, bevor du machst. So. Jetzt kannst du loslegen. Jetzt habe ich natürlich alle anderen auf 7 Meter geschnitten, gell? Voll money. Da. Scheiße. Aber ich habe schon eine andere Idee, was wir da machen. So. Sag mal, wenn du die auf 5 geschnitten hast. 4,50, gell? 4,50. Oder schneid die doch einfach in der Mitte durch. Den eh noch, Günther. Oder vorne die Spitze einfach ein bisschen abschneiden, wisst ihr? Genau. Na, guck mal, Günther. Na, guck mal. Papa. Das Ball. Passt. Die gleich Ball. Auch noch, ja. Ist ein Traum. Ja. Ist das ein Träumchen? Das ist doch Unterberg. Geht zu Unterberg? Hast du schon geschnitten? Nee, geht zu Unterberg? Unterberg kenn ich. Schnell die. Naja, gut. In der Mitte. Schnell die in der Mitte durch. Geh mal noch ein bisschen nach links. Weil der ist, glaube ich, nicht durch, oder? Oh, der ist durch. Ach ja. Da. Ho! Ich geh kaputt. Ho! Günther. Da. Bleib mal an da. Und dann ruht er hier. Naja, die sind. Günther, warte mal, ich habe hier ein bisschen was hochgezogen. Boah, wir müssen mal. Du siehst, wieso lässt du denn über die Ketten ran, du? Nicht! Da. Die müssen noch hoch. Ey, komm hier runter. Na, aber Günther, wie soll ich denn da runterfahren? Ich kann nicht mit dem LKW wieder runter. Warum nicht? Ne, ich hätte ihn ein bisschen auf den Weg gezogen. Ach, Quatsch nicht. Hey, hallo. Was ist hier los? Der hat eigentlich zu viel Leistung hier, gell? Sag ich dir. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Mit meinem Verladelehrgang 1A kann ich das locker hier schaffen. Seid ihr jetzt einfach mittig, ne? Warte mal. Hier blinkt die Ölkanne bei die dem Ölkanne. Beim Dings blinkt die Ölkanne hier bei unserer Bergziege. Eine Bergziege? Ja. Da blinkt die Ölkanne. Was ist denn das? Ja. Du schnellst jetzt quasi alle in der Mitte durch oder was? Ja, ja, leider auch. Ja, da sind sie ja noch kürzer. Das soll man machen. So. So. Passt da mehr drauf, du. So. Zack, die Beine. Da. Ja. Will ich mal irgendwas schauen, du. Was machen wir, was ich jetzt mache? Anni? Ja, warte. Was denn? Brauch mal was auf Pump, ne? Was machst du? Brauch was auf Pump. Was denn da? Verschulde uns jetzt. Wie geht denn das? Ja. Kaufen. Da haben wir uns mal eine Stuppenfräse gekauft. Ach, eine Baumstumpffräse. Aber warum verschulden? Wir hatten doch ein bisschen Geld. Ich dachte, wir teurer. Wow! Scheiße. Kannst du dem eh mal. Ach, die hängen alle. Okay. Ja, wenn ich den jetzt abmache, gehen alle ab. Ja, ja. Häng die mal an, Jörg, Günther. Alles klar. Warte, Manni. Probier schon Weihnachten, ne? Echt? Ich glaub, das scheiße so. Wunderbar. So, kannst du mir einen Spannrohr abmachen? Warte mal, mach selber. Pass auf, ich hab eine Idee. Ja? Ja, ich hab eine gute Idee. Ja? Sag ich dir sofort, warte. Scheiße. Da geht das Lotto. So, bleib da stehen, ne? Ne? So. Wenn wir das nämlich jetzt. Ah, ist zu weit weg. Zu weit weg. Ah, jetzt geht's. So. Jetzt pass auf. Hä? Oh, das ist scheiße. Ich wollte den hinteren die erste Leine machen. Dann kannst du. Ach so. Na, mach mal.
Ja? Ach so, jetzt weißt du, wie du meinst. Ja, 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 ich weiß, wie du meinst, Günther. So. Der ist zu weit weg, das geht nicht. Jetzt. So. Die! Dieser Fuchs. Das klappt nicht. Warte mal, ich muss ein bisschen hochziehen, das Ganze. Ja. Das klappt aber doch nicht. Der zieht den einen immer zuerst ran. Oh, also schon weg. Ah, oh, warte, das Sheet. Na dann warte mal, dann machen wir es doch anders, Günther. Wir machen doch, oder? Dann machen wir es vielleicht doch anders. Oh, nee, lass mal auf. Weiter. Okay. Manni? Ja? Wir überlegen, den Jagdschein zu machen. Ja. Ich hab mir gedacht, so ein paar Blonde im Wald und dann klein gehen, das kommt immer gut. Oh, Alter. Hä? Da hat er auch einen Neigungswinkel. So, leck mich am Arsch, ey. Guck mal, Günther, der ist schon voll. So macht dein Arbeit noch Spaß. So, ey, jetzt kommt der Rübel. Jetzt kommt der Rübel, genau. Volle Soße zum Häcksler noch, aber voll Gas. Den nehme ich auch mit. Das klappt. Alter. Leck mich da am Arsch. Ja, was los? Ist schlecht hier, aber nicht so wild. Könnt ihr ja nicht in den Kocher, Alter, da raucht's. Da raucht's. Du weißt doch, ich habe eigentlich immer einen Kater und dann. Ja. Kommt das nicht gut. Volle Lotte, Junge, mit 70 Dorsch Wald, 80 Kinder, 80. Kinder. Oh, der liegt stabil, gell? Man muss auch immer ein bisschen testen, ob der gut geht, aber der liegt sehr stabil. Der liegt richtig gut in der Kurve. Alter. So. Und fährst du denn mit uns? Stichlinge fangen oder was? Wusstest du, dass Stichling Fisch des Jahres geworden ist? Günther? Ja. Du machst mir langsam ein bisschen Angst. Wo? Weil du manchmal komische Sachen erzählst. Warum? Naja, du hast letztens. Genau, hast du letztens, sag mal, willst du dir ein Beet kaufen? Ha, hab ich echt vor. Ein Hochbeet. Ha? Da pflanze ich Gemüse an. Hast du gesehen, was der innen drunter geschrieben hat? Ja, wegen Cannabis und so, ich weiß. Und das war nicht so? Ich spinne ein bisschen. Ja, Mensch, haben eine Macke. Oh, ich lasse dir noch ein Geschenk da. Tschüss. Schön reingefurzt nochmal, sagst du. So. Lad das bloß sauber ab hier. Alter, guck dir das doch mal an. Guck dir das doch mal an, Günther. Als wenn du es gekommen. Ich geh kaputt, ey. Ich geh nicht so viel. Günther, guck dir doch mal. Wenn du mal mit deinem fetten Arsch die ganze Zeit da hinten draufstehen würdest, dann wird es vielleicht auch klappen. Nee, nee. Wir brauchen mal, weißt du was, wir brauchen vielleicht den Biber mal hier unten. Weil der weiß, was wir brauchen. Nee. Stopfer. Naja, ein Biber. So. Wenn wir den Biber wieder runterfahren, denke ich mal, das wäre auch keine schlechte. Und rein jetzt mit dir. Komm, los. Hops. Hops, mein Kleiner. Hops. Jetzt. Der andere will nicht. Nehme ich noch mal wieder. So, jetzt geht's aber weiter. Ach. Das ist auch immer viel zu viel. Naja, ich denk doch nur, dass es ein bisschen schneller geht. Hey! Ja? Ich hab Spider-Man geguckt am Wochenende. Echt? Oh, geil. Soll ich die ein bisschen so einzeln machen, oder was? So, hier? Ja, so ist besser. So? Ja, ja. So ist gut, Manni. Jetzt hast du den Dreh raus, aber ich mach Feierabend. Warte doch, Günther. Na gut, den machen wir noch leer. Habe ich aber als 3 Stunden auf. Boah. Jetzt hat er wieder Verstopfung gemacht. Ja komm, wisst ihr was? Feierabend. Ich hab auch keine Lust mehr. Wenn es immer so gut läuft, gell, da wissen wir, da kommt man nächsten Tag gerne wieder auf Arbeit. So, meine lieben Freunde, aber ganz kurz noch mal was. Und zwar, ich habe jetzt noch hier im alten Zimmerchen, ne? Wir sind zwar schon längst umgezogen, aber ich sitze noch im alten Zimmerchen. Deswegen entschuldigt bitte den Hall. Das wollte ich noch mal ganz gerne hier anmerken. Und warum nur Mittwoch und Sonntag? Weil ich war im Skiurlaub. Ab nächster Woche könnte sein, dass auch erst Mittwoch wieder die nächste Folge kommt. Aber dann geht es wieder normal weiter im Forst. Und dann kommen auch wieder Gäste. So. Jetzt darfst du, Günther. Schön. Guck mal, liebe Leute.
Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, schönes Wochenende euch. Bis dahin. Tschüss.